Lol. Ich habe das aber nicht angezündet. Trottel. Okay, ich müsste. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Warte mal, Karte. Oh. In die Sicherheitszone muss ich, okay. Also nicht in die andere, sondern in die. Au. Au, 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 au. Hallo. Nee, nee. Hallo. Kaffee. Als Ruckeln taugt man es nicht so richtig jetzt wieder. Boah, da ist neblig, bist du deppert. Hallo? Boah, ey, halt, da hast du mich jetzt geschreckt. Okay, da sind drei. Dann gehen wir da durch weiter. Wie schön sie ausschaut irgendwie. Da ist da. Moment. Okay, da kann ich nicht rein. Wo kann ich da rein? Da kann ich rein. Servus. Wie zum Frachtmeister. Cool. Ich danke dir. Irgendwas verkaufen machen oder sowas? Nee, ne? Gut, wurscht. Brauchen wir nicht. Niemanden kaufen. Moment, was ist das Dollarzeichen da eigentlich? Das will ich schon noch wissen. Kann ich da verkaufen oder was? Vermeide es auf jeden Fall, nachts im Freien zu sein. Shop? Cool. Oh, geil, ey. Okay, was kann ich da verkaufen? Verkaufen. Pass auf. Toxische Flechte. Nur für kurze Zeit benötigte Gegenstände. Okay. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Alle verkaufen. Zigaretten brauche ich nicht. Naja, alles andere lasse ich lieber. Das kann ich verkaufen. Jo. Gut. Ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Ja, Alkohol und Mull und das alles brauche ich. Also Zigaretten, Kaffee, warte mal, ich habe noch Kaffee. Stimmt ja, habe ich noch Kaffee irgendwo, warte mal, oder habe ich den schon verkauft?
Ne, Kaffee habe ich. Dürfte ich schon verkauft haben, den Kaffee jetzt da. Ja, keine Ahnung. Tschüss. Ah, da könnte ich schlafen. Schlafen nicht verfügbar. Na gut, dann gehen wir wieder. Gut. Jetzt beginnen wir wieder dort, wo wir angefangen haben, ne? Aber diesmal ein bisschen schneller. Weil wir schon alles kennen. Aua. Lol, bin ich jetzt ernsthaft auf einen Zombie draufgesprungen? Ich glaube ja. So, meine Freunde, dann reden wir mal mit ihm. Der redet ja gar nicht. Spike, eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotzdem. Er lebt. Ist er okay? Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Okay. Also auch dich. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde? Sie haben gelernt, Signalfackeln herzustellen. Neuer Überlegungsrang. Cool, danke. Du bist auch der Quartiermeister oder sowas, oder wie? Okay, Entwürfe. Geladenes Rohrmod. Geladenes Rohrmod könnt ihr jetzt herstellen. Elektrizität erweitert ihre Angriffe um eine mittlere elektrische Ladung. Signalfackeln. Erfüllen bei Verwendung zwei Funktionen. Erstens, wie weiß sofort die ganze Stadt, wo sie sich befinden. Und zweitens werden die Untot auf Distanz gehalten, solange sie sich im Lichtkegel aufhalten. Oh, geil. Molotow könnte ich auch noch eines machen. Dietriche könnte ich noch schnell machen. Medikit könnte ich auch noch schnell eins machen. Tjo. Dicke Lippe könnte ich nochmal machen. Aber die dicke Lippe habe ich eigentlich noch nie jetzt probiert. Berichten Sie dem GRE vom Treffen mit dem Anführer des Turms. Okay, und wie komme ich zu diesem GRE? Achso, ich habe noch Fertigkeitspunkte auch noch, stimmt ja. Wendigkeit habe ich. Beim Rutschen, durch Rutschen, beim Rennen schlüpfen Sie durch Löcher in Wände und tiefe Durchgänge. Drücken Sie beim Rutschen, zum Rutschen beim Rennen C. Ja, das könnte ich machen eigentlich. Überlebensrang, was haben wir da? Erfahrener Rucksacktourist. Lernen Sie den in Ihrem Rucksack vorhandenen Raum effizient zu nutzen, erlangen Sie 4 zusätzliche Waffenslots. Aufputschmittel. Lernen Sie aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, die Sie zum Beispiel mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder Sie Angriffen gegenüber widerstandsfähiger machen. Beides ist gut, aber ich nehme jetzt einmal trotzdem das hier. Platz. Oh, jawohl, geil. Jetzt habe ich da mehr Platz zur Verfügung. Das ist gut, das ist sehr schön. Okay, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einmal in diese Richtung hier hinten. Ah, jetzt ruckelt schon wieder ganz leicht. Und ich kann noch keine Aufnahmepause machen. Das sind noch 3 Minuten, was ich euch unterhalten soll, muss, kann, darf. Achso, das ist eh gleich da hinten. Okay, warte mal, wir jumpen von dem dann zu dem da. Oder jumpen wir dann gleich runter hier und rennen da drüber.
Wir müssen auf jeden Fall darauf jumpen. Ich mach's ganz einfach, ich jump da so rüber. Jump da so rüber. Oh. Kommst du nicht drauf, armer Zombie. Wow. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe. Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Treffen Sie sich im Turm mit Bracken. Au. Tja, dann treffen wir sich mit ihm, ne? Die Situation wird nicht besser, im Gegenteil. Ob wir es schaffen werden? Fahren wir in den Aufzug, ne? Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Sind nicht in. Schauen wir mal, was gibt's denn da Schönes? Premium-Wurfstern. Haha. Hey, da gibt's Stromkabel und Batterien und alles zum Kaufen. Infiziert, warum lässt man die nicht gehen? Was ist das? Gute Arbeit, 31, Crane, richtig? Jo, danke. Ah, okay, da war mein Spielversteck. Was ich da alles... Ohne UV-Lampe. Die UV-Lampe wird von Überlebenden genutzt, um Infizierte in Schach zu halten. Ah, okay. Dann, wo habe ich die? Da habe ich die UV-Lampe, okay. Infiziert? Nein. Okay. Na gut. Genug gespielt. Wir hören uns mal das Blablabla an. Und dann werden wir wahrscheinlich eine Aufnahmepause machen. Crane. Hör zu. Bracken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Beißer haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht. Haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Bracken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich. Okay? Ist in Ordnung. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Bracken? Lena? Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Bracken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Ich gehe. Ich mach's. Stimmt, Crane? Genau. Ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane.
Jade, auf ein Wort? Klar. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann.